Jetzt hat man gesehen, springt die Uhrzeit auf die eingegebene Weckzeit. Servus, hi und hallo zu einer neuen Folge der Uhrenkiste. Wir haben heute eine nette Kombination zwischen Activity Tracker und einer Uhr. Und zwar ist das dieses Teil hier, eine Withings Activity Pop. Das Ganze ist eine nette Kombination zwischen Activity Tracker und einer Uhr. Natürlich alles in Form einer Uhr mit Stundenzeiger und Minutenzeiger, und die andere Anzeige sind eure Aktivitäten in Prozent. So viel schon mal zu den Basics der Withings Activity Pop, aber was kann die Uhr denn theoretisch noch alles? Die Withings Activity Pop bietet uns zum einen die Möglichkeit, unsere Schritte zu zählen, sowohl auch beim Joggen als auch beim normalen Gehen, unseren Tagesverbrauch zu messen sozusagen. Dann haben wir die Möglichkeit, damit unsere Schwimmrunden zu zählen, wir können unseren Schlafzyklus messen und wir können uns auch einen stillen Wecker einstellen, der uns über Vibration weckt. Soweit die Theorie zur Withings Activity Pop. Wir kommen jetzt zum Unboxing, schmeißen das Ganze dann natürlich in Verbindung mit dem Handy auch mal an, checken, wie ist die App und wie funktioniert alles. Und schauen natürlich über den Rest dieser Uhr, Smartwatch, / Activity Tracker. Und ich gebe euch zu guter Letzt dann noch ein Fazit. Wie immer wünsche ich dir natürlich viel Spaß beim Zusehen. Und wenn du Fragen zu dieser Smartwatch, Activity Tracker, Uhr, was auch immer hast, schreib sie doch unten in die Kommentare, dann beantworte ich sie dir gerne, und ansonsten würde ich mich natürlich über ein Like und ein Abo freuen, und dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Zusehen. Das war jetzt also alles in der Umverpackung drin. Zum einen haben wir hier natürlich nochmal die Umverpackung schön designt, relativ schlicht, aber mit den wichtigsten Sachen direkt zur Sicht: Laufen, Schwimmen, Nacht und Uhr. Da kann sich jeder eigentlich schon denken, was mit der Withings Activity Pop alles möglich ist. Auch hier steht nochmal Award-winning Activity Tracker. Diese Activity Tracker oder Uhr hat es also in sich. Hier hinten nochmal die Beschreibung und hier auch nochmal so ein ganz wichtiger Punkt: No Charging. Sprich, diese Smartwatch, Activity Tracker, wie auch immer, läuft über eine Knopfzelle und so knappe 8 Monate Batterielaufzeit. Da muss man sich keine Gedanken machen. Dann natürlich auch zum Schwimmen ist sie wasserresistent bis zu 50 Meter. Und wir haben natürlich über Bluetooth Low Energy die Verbindung zur Smartwatch, zum Smartphone natürlich. Dann haben wir nochmal eine nette Beschreibung in 4 Sprachen sogar, wo alles nochmal steht, wie man die Uhr startet und was alles möglich ist. Auch schön simpel designt und leicht verständlich. Dann haben wir dieses lustige Teil hier noch. Das sieht irgendwie, ja, so ein Metallteil mit vorne einer Spitze dran. Das ist für Folgendes da: Um die Uhr nämlich zu starten, müssen wir hier oben diesen kleinen Knopf drücken. So aktivieren wir dann auch die Verbindung, um die Uhr einzurichten. Und bevor wir die Uhr einrichten, gucken wir uns doch jetzt einfach nochmal die Withings Activity Pop ein bisschen näher an. Wir haben hier 36 mm Durchmesser. Im Vergleich zu meiner normalen Uhr sieht man schon ganz gut, die ist ein bisschen kleiner und dezenter. Das Gehäuse ist ein PVD-beschichtetes Edelstahlgehäuse.
Dann haben wir ein sehr bequemes Silikonarmband, was die Uhr natürlich auch komfortabel beim Tragen macht und auch beim Schlafen. Hier noch eine Dornschließe. Das sieht alles recht simpel aus. Die Bänder lassen sich auch ganz leicht wechseln über diesen typischen Mechanismus hier. Das Armband der Withings Activity Pop ist auch austauschbar, wenn man da lieber ein farbenfroheres Armband haben will. Das hier ist jetzt die Basisversion in Grau, gibt es auch noch in Blau, Rosa und ich glaube Sandfarben ist das. Anzeige ist relativ simpel aufgebaut. Wir haben natürlich die Zeiger, wie man sie hier gerade sieht, der Stunden- und der Minutenzeiger. Dann haben wir hier unten diese Anzeige. Das sind unsere Aktivitäten in Prozent gemessen, um da einfach zu sehen, wie viel Prozent unseres Ziels haben wir schon am Tag erreicht. Also wie man sieht, die Uhr sehr, sehr simpel aufgebaut, leicht zu verstehen und auch schnell einzurichten, denn das machen wir jetzt. Wir wollen die Activity Pop jetzt mit dem Smartphone verbinden. Dafür nehmen wir uns unser Smartphone, in diesem Fall ein iPhone, laden uns die Activity Pop, die Mate Health Mate App runter, die heißt hier Withings, und legen da schon mal ein Konto an. Und um jetzt die Uhr zu verbinden, gehen wir auf meine Geräte, gehen dann auf Installieren Sie ein neues Gerät, wählen dann die Activity Uhr. Hier sehen wir verschiedene Modellvarianten. Wir haben die Activity Pop, es gibt aber auch die normale Activity und die Activity mit Stil und sogar eine mit Saphirglas. Okay, wir sehen schon, er hat die Uhr jetzt gefunden. Was ich natürlich jetzt eben schon gemacht habe, was ich euch aber jetzt nochmal zeige, ist, um Bluetooth zu aktivieren, nehmen wir uns hier unser Werkzeug, gehen dann hin und drücken hier oben den Knopf und bekommen dann ein leichtes Vibrieren zu spüren und wissen dann, okay, jetzt ist Bluetooth aktiviert. Wir sehen, okay, er sucht die Uhr jetzt, eben hat er sie schon gefunden. Ich hoffe, ich habe jetzt quasi nicht das Bluetooth wieder deaktiviert. Wir drücken noch einmal. Nee, brauche ich gar nicht. Okay, er hat sie doch schon gefunden. Sehr gut, wir sagen weiter. Und dann wird nochmal geprüft, ob die Activity Pop die neueste Software drauf hat. Die Withings Uhr wird gerade aktiviert. Das warten wir jetzt nochmal kurz ab. So, und jetzt kommt eigentlich das Coolste, wie ich finde. Wir haben jetzt die Möglichkeit, hier zum Drehen die Zeiger auszurichten. Das ist natürlich dafür da, damit die Uhrzeit auch richtig angezeigt wird. Das bedeutet, stellen Sie den Minutenzeiger auf 12. Wir gucken, dass der genau auf 12 steht. Sagen weiter. Jetzt geht es um den Stundenzeiger. Den bewegen wir auch auf 12 Uhr. Und dann noch den Bewegungszeiger. Das ist der hier, der sich jetzt bewegt. Den bewegen wir jetzt auch auf 0 und sagen weiter. Und dann wird die Uhrzeit auch schon eingestellt. Wir können das oben mit dem iPhone ja überprüfen. 20.41 Uhr. Wir sagen okay, Ihre Withings Uhr ist aktiviert. Jetzt können wir noch unser Schrittziel auswählen, wie viele Schritte wir pro Tag laufen wollen. Wir sehen hier schon so ein bisschen, was uns das alles bringt. Oder zum Beispiel hier eine Partie Tennis 6000. Wir sagen jetzt einmal eine Partie Tennis. Und haben jetzt hier unsere Aktivitäten von heute. Die Schritte und natürlich unser Ziel und wie viel Prozent wir von dem Ziel schon erreicht haben. Dann können wir hier noch verschiedene Anzeigen hinzufügen. Unser eingegebenes Gewicht, Aktivitäten, Herzfrequenz, Blutdruck und Essen. Bei Herzfrequenz, diese Uhr verfügt nicht über ein Herzfrequenzmesser. Das Ganze funktioniert, ich kann das mal kurz aufmachen, über die Kamera. Da hält man den Finger drauf. Und dann wird da der Blutstrom über den Finger gemessen. Ist natürlich nicht ganz so genau wie mit einem Herzfrequenzmesser. Über das Dashboard können wir hier dann noch unsere verschiedenen Sachen anschauen. Schlaf, überwachen Sie Ihren Schlaf. Das eingegebene Gewichtsziel können wir wählen. Also Sachen können hier natürlich noch Widgets hinzufügen. Was ich noch interessant finde, wir können hier oben noch einen Wecker einstellen. Das ist eigentlich eine ganz lustige Funktion. Jetzt natürlich nicht das Wecker einstellen, aber wir gehen jetzt mal auf die Weckzeit von 22.50 Uhr einfach so oder 23.50 Uhr, ist ja auch egal. So, wir haben jetzt einen Alarm aktiviert und wenn wir jetzt quasi mal nicht unser Smartphone zur Hand haben und wollen jetzt wissen, wie viel oder auf wie viel Uhr haben wir den Wecker eingestellt, können wir, indem wir aufs Glas mehrfach drauf
klopfen und die Weckzeit einstellen. Ich hoffe, das funktioniert. Und dazu legen wir die Activity, oder wir haben natürlich im Normalfall die Activity Pop an. Diese 5 Sekunden etwa kurz ruhen lassen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt beim ersten Mal. Und dann mehrfach draufklopfen. Nein. Jetzt hat man gesehen, springt die Uhrzeit auf die eingegebene Weckzeit und wir können so gucken, okay, auf wie viel Uhr steht der Wecker der Activity Pop. Ansonsten ist hier natürlich nicht viel zu Uhr zu sagen. Ich kann sie höchstens noch mal ein bisschen zeigen und sie natürlich gleich noch mal anziehen. Je mehr wir uns bewegen, umso mehr bewegt sich natürlich die Aktivitätsanzeige. Wir bekommen verschiedenste Nachrichten aufs Smartphone geschickt, dass man sich mehr bewegen soll. Vielleicht ein paar Tipps auch zur Ernährung. Also Sachen sind hier mit drin. Also das ist wirklich mehr ein Activity-Tracker und Fitness-Tracker als eigentlich eine Uhr. Aber wir haben natürlich das Ganze in Form einer Uhr, was ich auf jeden Fall sehr schick finde. Und für denjenigen, der gerne einen Fitness-Tracker haben will und eine Uhr gleichzeitig, ist das doch auf jeden Fall mal eine gute Wahl. Ich ziehe jetzt die Activity Pop nochmal an und zeige euch die mal am Handgelenk. Ich habe meine Tissot-Uhr jetzt mal zur Seite gelegt und die Withings Activity Pop angezogen, um euch mal die Größe zu zeigen. Wir haben hier einen Durchmesser von 36 mm, also eher klein, eine Höhe von knapp 11 mm. Und an sich ist das natürlich eher jetzt sportlich und schlank angehaucht, um natürlich auch Gewicht zu sparen und möglichst komfortabel zu sein. Auch für Frauen ist das Ganze natürlich geeignet, also eher so jetzt, ich sag mal, Unisex angelegt, dass auch Frauen das problemlos tragen können. Ansonsten mit 30 Gramm sehr, sehr leicht. Man merkt es nicht wirklich am Handgelenk. Ich kann mir auch vorstellen, damit mal eine Nacht zu pennen, um einfach den Schlafrhythmus zu tracken und ohne dass die irgendwie beim Schlafen stört, dass man sich da irgendwie wendet und am nächsten Tag so einen mega Abdruck im Gesicht hat oder sonst irgendwas. Das finde ich ist hier auf jeden Fall schön gelöst worden. Das war jetzt also die Withings Activity Pop. Wir kommen doch jetzt nochmal zu einem Fazit. Das war also die Withings Activity Pop. Ein interessanter Fitness-Tracker in Form einer Uhr mit verschiedenen Modi bzw. verschiedenen Sachen, die man tracken kann. Schritte, den Schlaf, wir können damit schwimmen, sie ist wasserdicht. Und wir haben natürlich einen stillen Wecker, also einen vibrierenden Wecker, sage ich jetzt mal. Die Withings Pop gibt es ab 120 Euro, das ist das Einsteigermodell. Dann gibt es das Ganze noch als Saphir-Edition und als Steel-Version. Dementsprechend da ein bisschen teurer. Die günstige, die Activity Pop, gibt es ab 120 Euro. Ich habe euch das Produkt bzw. die Uhr mal unten in der Beschreibung verlinkt. Da könnt ihr euch sie mal ein bisschen näher anschauen. Ansonsten, was mir ganz gut gefällt, ist das schlichte Design. Wir müssen überlegen, hier geht es eigentlich mehr so ein bisschen um einen Fitness-Tracker als um eine Uhr. Die Uhr ist eigentlich mehr so ein nettes Feature, was es dazu gibt. Beziehungsweise es ist eigentlich eine nette Kombination aus beidem, wobei der Fokus wohl eher auf dem Activity Tracker liegt. Praktisch ist auf jeden Fall, dass das Ganze über eine Knopfzelle läuft, wieso die Uhr oder den Activity Tracker oder die Smartwatch oder wie auch immer man sie nicht extra immer laden muss, sondern erst wenn die Knopfzelle den Geist aufgibt, man die Uhr laden muss bzw. einfach nur die Batterie ersetzen kann. Ein paar schicke Features hat sie auf jeden Fall an Bord, wie den Schlaf zu tracken, die Schritte natürlich zu tracken. Wir haben ein ganz nettes Interface in der App und diese Funktion mit auf dem Glas klopfen, dass dann die Weckzeit angezeigt wird, finde ich auch ein ziemlich cooles Feature, was man ja sonst eher selten sieht, besonders da es sich hier natürlich nicht um Touch oder sowas handelt, ist auf jeden Fall ein cooles Feature, wenn man jetzt mal nicht auf das Smartphone gucken will, um zu sehen, wie viel Uhr wir morgen geweckt werden. Ansonsten, wenn du jetzt noch Fragen zur Withings Activity Pop hast, dann stell sie mir doch unten in die Kommentare, dann kann ich dir da bestimmt ein bisschen weiterhelfen. Und ich würde mich freuen, wenn du die Uhrenkiste abonnierst für noch mehr Videos rund um das Thema Uhren und Smartwatches. Und über ein Like des Videos würde ich mich freuen. Und ansonsten bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Haut rein!